Hallo Vogt, es gibt wieder eine neue Geschichte von der Quasselstrippe. In der Mitte der 80er Jahre, als in der Sowjetunion der Wind der Perestroika zu wehen begann, durfte dort zum ersten Mal ein Buch mit Texten von Wladimir Wysotsky erscheinen. Das Volk freute sich über dieses Buch. Allerdings kannte es die Lieder dieses Schauspielers vom Taganka-Theater in Moskau schon. Es war abgeschrieben worden auf 1000 Schreibmaschinen. Irgendwer hatte den dritten oder fünften oder achten Durchschlag bekommen. Die Lieder waren auf Tonbandgeräten aufgezeichnet worden, auf Kassetten überspielt und gingen von Hand zu Hand. Es waren ja ihre Geschichten, die dieser Volksliederdichter erzählte. Manche waren so genau, so ins Herz getroffen für die Menschen, dass sie glaubten, sich selbst ganz persönlich oder Verwandte wiederzuerkennen, wenn er vom großen vaterländischen Krieg sang. Manche sangen in den Höfen Moskaus und anderswo sein Lied von der Wolfsjagd. Ja, das war schon ein bisschen Punk, was der Mann dort machte. Wir hören mal ein Stück rein. Рвусь из сил и из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера и заели. Хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Der Leipziger Dichter Peter Gosse, der damals am Literaturinstitut Johannes Abbecher in Leipzig uns etwas über Poesie beizubringen versuchte, war mit dem Russischen sehr vertraut und er hatte dieses Buch und er hatte auch solche Schreibmaschinenabzüge und er hatte diese Kassetten, auf denen die Lieder Wysotskis waren. Und irgendwann steckte er mich damit an. Die Wolfsjagd, Wladimir Wysotsky. Ich reiß aus, voller Kraft, ohne Fessel. Aber heute ist ein anderer Tag. Bin umringt schon und werd durch den Kessel fröhlich hin zu den Nummern gejagt. Und die Flinten im Tannenwald krachen. Dort versteckt stehen die Jäger bereit. Übern Schnee rollen die Wölfe, sie machen uns zu lebenden Zielscheiben heut. Das ist die Jagd aufs graue Wild, das ist die Wolfsjagd. Die Alten hingestreckt, die Jungen hingestreckt, die Treiber schreien und zum Kotzen bellen die Hunde. Der Schnee ist blutig und von Wimpeln rot gefleckt. Schnell die Beine und scharf unsere Bisse. Mein Leittier, so antworte jetzt. Wir rennen gehetzt in die Schüsse. Warum wird das Verbot nicht verletzt? Das Tabu darf der Wolf nicht umgehen. Meine Zeit läuft schon ab. Dort steht der, dessen Kugel für mich vorgesehen. Steht und lächelt und hebt das Gewehr. Das ist die Jagd aufs graue Wild. Das ist die Wolfsjagd. Die Alten hingestreckt, die Jungen hingestreckt. Die Treiber schreien und zum Kotzen bellen die Hunde. Der Schnee ist blutig und von Wimpeln rot gefleckt. Kein sauberes Spiel, doch die Hände der Jäger sind ruhig. Man kann uns mit Fähnchen die Freiheit beenden und trifft umso sicherer dann. Denn dem Wolf ist die Grenze gezogen, als wir Wolfskinder blind waren und jung, haben wir mit der Milch eingesogen, das Verbot für den rettenden Sprung. Das ist die Jagd aufs graue Wild, das ist die Wolfsjagd, die Alten hingestreckt, die Jungen hingestreckt, die Treiber schreien und zum Kotzen bellen die Hunde. Der Schnee ist blutig und von Wimpeln rot gefleckt.
Ich muss leben. Was schert das Verbot mich? Ich brech aus, an den Wimpeln vorbei. Hör voll Spaß noch die Menschen. Sie drehen sich nach mir um mit erschrecktem Geschrei. Ich reiß aus, voller Kraft, ohne Fessel. Aber heut ist ein anderer Tag. Bin umringt schon und spring aus dem Kessel. Ohne Beute bleibt heut eure Jagd. Ich habe dieses Buch von Peter Gosse ziemlich lange behalten und ihm erst nach vielen, vielen Jahren nach Leipzig zurückgeschickt. Im Sommer 1985 war ich dann wieder selber in Moskau zu den Weltfestspielen der Jugend und Studenten. Das waren Tage, die müsste ich extra erzählen, das lasse ich hier mal. Aber einen Weg musste ich gehen, das war der Weg an Wissotskis Grab. Und dort fand ich Menschen versammelt, die über Wissotski sprachen oder über ihren Alltag oder über andere Dinge. Und als sie sahen, dass ich ein kleines Lyrikheftchen aus der Reihe Poesiealbum des Verlages Neues Leben in der Hand hatte, ein Wissotski-Bändchen, rissen sie es mir aus der Hand und es ging staunend von einem zum anderen und die Menschen umringten mich und wollten mehr wissen. Woher kennst du Wissotski? Was hältst du davon? Ich habe damals ein Lied geschrieben, Lied am Grab von Wissotski. Ich kaufe eine Rose bei dem Mädchen im Hotel. Das ist so blond und wie Marina schön. Als sie das Geld nimmt, sage ich noch schnell, ich will zu ihm, will zu Wissotski gehen. Sie lässt den Eimer noch mit Blumen voll, sucht schon im nächsten aufgeregt und lang die eine Rose, die ich bringen soll, und lächelnd, schwitzend über meinen Dank. Sein Grab, kein Platz für laute Traurigkeiten. Hol lieber Wasser, stell die Kerzen auf. Dort, die Gitarre hat noch alle Saiten. Und geht ein Wind, so scheint's, er spielt darauf. Vielleicht ist das, weshalb die Leute reden, von ihrem Sänger hier und auch von sich. Und kurze, scharfe Blicke mustern jeden. Du kannst ja gehen, geht's dir gegen Strich. Die Rose ist kein Pfeil, sie fliegt ins Licht und fällt auf halbem Wege schon hinab. Die halbe Strecke, weiter komme ich nicht. Ist ganz egal, wie lange ich noch zu singen hab. Ein kleines Mädchen nimmt die Rose weg und trägt sie zu dem weißen Grabstein hin. Hey Fremder, heulen hat doch keinen Zweck. Ich heul ja gar nicht, kleine Sängerin. Das war die Quasselstrippe heute. Mit einer Geschichte aus dem fernen Russland. Haltet euch beieinander in den Zeiten der großen Ummantelung. Heult nicht, heulen hat gar keinen Zweck. Freut euch aufs nächste Mal mit der Quasselstrippe. Das war's. Macht's gut, Fuchs.